Und herzlich willkommen zurück zu einer nachfolgenden Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Christian und gemeinsam mit Quen starten wir in einen wunderschönen guten Morgen. Weil wir ein Ehepaar sind, werden wir uns auch mal streiten und sicherlich danach wieder versöhnen. In der letzten Folge ist Layla oder Layla mittlerweile wieder zurückgekommen, deswegen kommt es zu einem neuen Person, die wir entsprechend beschenken werden, um eine Note zu bekommen. Gestern konnten wir unglücklicherweise leider nicht Karl oder Katie beschenken, da die einfach abwesend waren. Es war ein Regentag und es war ein Dienstag. Und am Dienstag haben die anscheinend ihr Café geschlossen. Okay, halb so schlimm. Ruhetag ist wichtig. Morgen wird es schon wieder regnen, na toll. Morgen ist aber kein Problem. Morgen ist der erste Sommertag. Das wäre ziemlich gut für uns sogar, weil wir dann morgen die erste Saat aussehen. Heute ist der letzte Frühlingstag. Heute können wir nicht viel vorbereiten. Ja, wir können gar nichts vorbereiten in der Beziehung. Deswegen gucken wir einfach, was der Tag bringt. Das ist zumindest schon mal keine Überraschung. Schade. Hier ist auf jeden Fall das Gras schon mal besser gewachsen. Ertrag der Hühner ist so, naja. Ging schon mal besser. Ich verstehe schon, ihr wollt alle schon wieder Futter haben. Ihr wollt immer Futter haben. Immer mehr Futter, aber dafür tut ihr entsprechend hier weniger leisten. Ah ja, was soll's. Spätestens wenn ihr irgendwann mal keine Eier legen solltet, landet ihr halt auf dem Teller. Da gibt's Grillhühnchen. Würden sich die Leute bestimmt auch freuen. Ist ja leider keine Möglichkeit hier herzustellen. Deswegen bleibt ihr verschont. Gucken wir mal kurz hier, wie es hier drüben aussieht. Eigentlich alles gut aus. Wir hatten ja schon einige Bäume hier gepflanzt. Hier das Gras ist auch schon gut gewachsen, aber nicht optimal. Es braucht noch einen Tag, bis es wieder ganz hoch steht. Guten Morgen. Freut mich ja, dass euch allen so gut geht. Jetzt bekommt ihr aber erstmal lecker Futter. Damit ihr entsprechend mir auch gute Erträge bringt. Wobei Spirit jetzt explizit keine Erträge bringt. Es ist ein Reittier.
Wenn man es jetzt in die Moderne ziehen würde, würde man sagen, es ist ein Fortbewegungsmittel. Aber hier ist ja noch ein bisschen anders da. Daher. Passt das schon. So. Gucken wir mal, was die Erträge heute bringen. Lieber Andy. Ist gut. Ist gut. Ist okay, Tommy. Du hast heute keinen guten Tag. Ah, ne? Ist spitze. Nice. Danke. Michael. Ist gut. So. Ja, ich habe noch eine Spitze und eine normale Milch. Die normale Milch tue ich selbst benutzen. So, Katie sehe ich schon mal draußen. Das ist schön. Hallo, Katie. Better sure. Das freut mich. Chef ist noch nicht da. Nee. Erst in einer Stunde. Dann begeben wir uns mal auf den Weg und suchen mal Henry. Guten Morgen. Ah ja, sehr poetisch. Dafür kriegst du aber eine Regenbogenforelle mal ins Gesicht geklatscht. Und er freut sich dennoch. Oh Mann. Immer diese verrückten Künstler. Eine Note von ihnen habe ich immer noch nicht bekommen. Karl, hast du endlich Kaffee? Heißt wohl nein, oder? Ja, ist so ein gutes Ei, ein Spitzenei. Immer noch kein Kaffee. Dann gib mir halt Tomatensaft. Dass ich den mal wieder bringe. Danke, Karl. Und ciao. Fällt dir jetzt nur noch Layla? Layla. Guten Morgen. Danke für den Lob, aber bitteschön.
Mondstein liebst du nicht? Mondstein liebt sie nicht? Was liebt sie denn? War ich gerade nett. Saphirbrosche. Kräuter, Kürbissuppe. Kürbissuppe-Qualität. Wo soll ich denn jetzt? Ich hab doch keine Saphir. Blumenmaxi. Wollermaxi. Käse mal. Käse. Kräuter. Welche Kräuter? Ich habe noch nicht rausgefunden, welche Kräuter. Hey. Hallo Spatz. Lass dich mal heute in Ruhe. Hast Glück gehabt. Ja, verschlossen. Ob der Innenraum von Jamie überhaupt designt ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Kräuter noch finden. Wir haben ja auf jeden Fall eine Mischbeere. Hier haben wir sehr viele Fliegenpilze. Ansonsten sehe ich hier erstmal nichts. Gucken wir einfach mal, was hier da oben ist. Noch ein Lilakraut. Können wir mal sammeln gehen? Können wir herausfinden, welche von den Kräutern ihr am besten passt? Bis bald. So. Hier ist auch viel Holz. Stimmt, wir haben hier oben noch Holz zu hacken. Und so viel Grundstückfläche noch. Hier haben wir sogar noch ein grünes Kraut. Aber das mag sie offensichtlich, glaube ich nicht. So, hier haben wir noch eine Blume. Eine Mundblume. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nichts. Und das hier ist alles mir. Alles, was blau ist, gehört mir. Apropos, ich habe hier. Ich hab noch so viel Energie, so viel Zeit, ich kann hier mal die ganzen Steine wegklatschen. Jawoll. Kommen hier mal die ganzen Steine weg. Kommt man hier auch besser zum Aufstieg hoch.
Aufstieg. Da fällt mir ja ein. Ich war da schon eine Ewigkeit nicht mehr. Kann es eigentlich sein, dass seine gewisse Person vielleicht den Aufstieg öfters mal macht, um zu zeichnen? Das wäre eine gute Frage. Müssten wir mal rausfinden. Wir haben 17:30 aktuell. Tu mal hier. Die sind ja sowieso alle connected, Gott sei Dank. Ich glaube, so viel. Hat gerade sagen, so viel Platz habe ich nicht. Wir haben ja auf jeden Fall noch Platz für eine Milch. Die Blumen kommen woanders hin. Aber ich habe hier nichts anderes stehen. So, dann können wir hier noch mal ein paar Blumen reinmachen. Ich würde was sagen, wir tun einmal kurz Milch trinke und uns die Beeren noch mal reinpfeifen, dann gucken wir einfach mal, was hier oben passiert. So, gut gestärkt. Bestreiten wir mal hier. Kann doch nicht sein, dass wir entsprechend. Kommen auf jeden Fall schon mal gut voran. Das kann ja jetzt sein, dass auf jeden Fall kann ja auf jeden Fall nicht sein, dass es keine Auswirkungen hat, dass wir ihnen so viel beschenken. Das war knapp. Autsch. Das hat weh. So, haben wir es? Anscheinend ja. Erstens, wir werden nicht mehr getroffen. Zweitens, ich kann nicht mehr steuern. Also, es würde mich zumindest nicht wundern. Wenn er hier oben stehen würde. Aber. Wie man sieht,
Hier ist niemand. Niemand ist hier oben. Zeitverschwendung. Pure Zeitverschwendung. Einfach nur pure Zeitverschwendung. Schauen wir noch kurz nochmal bei der Erntegöttin vorbei. Vielleicht hat sie einen Rat für uns, was wir mit Henry machen sollen. Sehr geehrte Erntegöttin, haben Sie vielleicht einen Rat, was ich mit Henry machen soll? Ja, danke, dass ich tolle Arbeit gemacht habe. Ja, nur noch ein paar. Jedoch weiß ich halt nicht, was ich mit Henry anstellen soll. Naja. Ein paar Vorräte haben wir uns schon mal wieder angeeignet. Autsch. Wir haben ja hier schon mal ein paar Felder vorbereitet für Mais. Ein bisschen Unkraut jäten ist auch noch sinnvoll. Und mehr können wir heute nicht machen. Morgen regnet es wieder. Morgen ist der erste des Sommers im dritten Jahr. Van Pension. Und ich würde was sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Chimera, euer Chris Happy und wünsche eine gute Nacht. Quinn, Rückwärtsstück.